Hallo, liebe Minecraft-Freunde, das letzte Mal... Ja, keine Sorge, ich habe Minecraft nicht vergessen, auch wenn ich das jetzt schon länger nicht mehr gebracht habe. Aber das letzte Mal haben wir 4 süße Hündchen gefunden, beziehungsweise uns adoptiert, wie auch immer. Und ja, jetzt wollte ich denen eine schöne Hütte bauen. Ich habe mir schon alle Sachen zusammengesammelt, aber ich brauche dann noch ein paar Sachen. Also so ein bisschen Holz... Ach Mist, ich brauche ja noch mehr Holz. Erstmal das hier. Ja, das sollte reichen. Oder? Slabs, Holz. Ja, gut. Das sollte so... Das wird ein Holzhaus, glaube ich. Ich denke, das geht, oder? Eine Holzhundehütte. Das ist natürlich auch aus so... Claysteinen, die wir nicht haben. Also, nee, Kupfer. Kupfer? Luxuriös. Ich habe mir auch hier ein Leder genommen. Unser allerletztes Leder. Wobei, sollte ich mit dem allerletzten Leder vielleicht nicht eher ein Buch machen? Haben wir noch Bücher? Nee, wir haben nur ein Buch. Die glitzert. Aber mit nur einem Buch kann ich auch kein Bücherregal machen. Deswegen würde ich einfach sagen, mache ich hier mit einem Item Frame. Also so ein Ding, was man sich an die Wand hängen kann. Und dann mache ich da einen Knochen rein. Ich glaube, das ist einfach toll. Ja, den Regen würde ich gerne ausschalten, aber es ist noch... Ist noch nicht Nacht. Ich könnte natürlich jetzt auch die Zeit totschlagen. Jetzt nur die Frage, wohin baue ich das kleine Hundehütchen? Hierher oder eher daher? Also hier, meinen Ausblick möchte ich mir ungern verbauen. Deswegen würde ich einfach sagen, es kommt hierher. Oder? So. Und dann... Hier. Oh, nein, so nicht. So, einfach nur mal so. 1, 2, 3, 4. Oh, nach hinten 1, 2. Sieht doch eigentlich soweit gut aus, oder? Ist das ein bisschen zu klein für die ganzen Hunde? Naja, das werden wir gleich sehen. Habe ich Wolle? Habe ich so Wollteppich? Guten Morgen. Habe ich... Oh, dieses Holz. Das gefällt mir einfach so gut. Holz, Holz, Holz. Watte, meine ich. Kann man das... Hier, ja. Und das dann rot färben? Kann man das rot färben? Habe ich rote Farbe? Ich habe ja keine Ahnung. Rote Blümchen? Habe ich rote Blumen? Ich habe grüne, ich meine gelbe Blumen. Aber da hinten ist eine rote Blume. Kann ich daraus roten Farbstoff... Oh. Nein, aus... was? Okay. Das ist doof. Ich brauche viel mehr rote Blumen. Aber wo kriegt man die her? Kann man die züchten? Ich glaube nicht. So. Ich kann damit nur... Okay. Ich brauche viel mehr rote Blumen. Jetzt muss ich auf Experiment... Expedition gehen, um rote Blumen zu bekommen, oder was? Aber das kann doch gar nicht sein. Da hinten sind ganz viele. Oder? Sind das rote Blumen? Ich bin mir nicht sicher. Da sind rote Tulpen. Wir probieren es einfach mal. Rote Tulpen, das müsste doch eigentlich auch gehen. Wir kriegen ganz viele neue Crafting-Rezepte. Sieht ja auch neu aus. Weil wir jetzt eine neue Version haben. Jetzt habe ich so lange nicht schon nicht mehr gespielt, dass es einfach eine neue Version gibt. Ja, da kriegt man roten Farbstoff raus. Okay, dann muss ich ein paar Blümchen hier mitnehmen. Tut mir leid, dass ich eure schönen Blumen hier mitnehme, aber... So ist das eben im Leben. Ich möchte doch auch
Warte mal. Einfach für den Eintrag. Hier. Orange Farbe. Aber die verschwenden wir natürlich nicht, auch wenn ich sie gerade weggeworfen habe. Wir werden die schön verwenden, beziehungsweise storagen. Also sprich, einlagern. Und weiße Farbe gibt es ja auch noch. Und da ist noch eine rote Blume. Und, ah, gelb? Haben wir gelb schon? Ich weiß es gar nicht. Naja. Da wäre auch... Da wäre eine rote Blume bei den Hunden gewesen. Gut, dass ich das nicht gesehen habe. So, dann brauchen wir... Wo ist denn unser... Hier. Unser Schafstrimmer. Hallo Schäfchen. Danke für die schöne Wolle. Haben wir nur drei Schafe? Ich dachte, wir hätten deutlich mehr Schafe. Wo sind unsere ganzen Schafe hin? Hallo? Könnt ihr nicht was essen? Dass ihr wieder Wolle bekommt? Ich hätte gerne noch mehr Wolle. Weil ich glaube, aus... Ja, wobei, 9. Sollte doch eigentlich reichen, oder? Warum haben wir so viel Hühner, aber nur so wenig Schafe? Gibt es hier keine Schafe? Nee, das ist eine Kuh. Die legen dauernd Eier. Jetzt frisst das falsche Schaf. Ah. Hey, braucht ihr noch mehr Gras hier drin? Warte mal. Rohmüll kriege ich auch anders. Jetzt habe ich meine ganz wertvollen... Ich glaube, ich habe jetzt meine wertvollen Knochen umsonst weggeworfen. Aber wenigstens sieht es schön aus hier. Okay, eine Wolle. Wow. Nicht die Welt, aber immerhin. Ich glaube, das sollte reichen. So. 9 plus 9 Farbe. Zack. Können wir das eigentlich hier einlagern? Na, Eier kommen da, glaube ich, nicht rein. Die kommen da rein, oder? Ich weiß es nicht. So, ebitibitab. Was ist jetzt hier das Essen? Ja. Ich glaube so. So wird das was. Aber eigentlich müsste der Boden. Upsala. Ich bin einfach nicht mehr so gut im Jump'n'Run-Game. So. Ist das für 4 Hunde genug Platz? Der Boden muss hier ausgetauscht werden. Sonst weicht uns ja der ganze Dings da auf. Ach, warte mal, meine 4 Hunde. Das sollte doch eigentlich ausreichen, oder? Und wenn nicht, dann mache ich es halt noch eins größer. So, jetzt ist die Frage, wie machen wir die zur Fensterchen? So, und dann so, können die dann da rausgucken? Oder ist es genau ungefähr auf der Höhe der Blume? Haben wir noch eine Blume? Nee, aber wir können eine andere nehmen. Ich möchte jetzt nicht meine rote Blume umsiedeln. So, dann können wir das ja so abmessen. Ich könnte natürlich auch einen Hund rüberschieben oder rüber. Ja, ein Ticken über der Blume. Das passt eigentlich perfekt. Das sieht zwar für mich jetzt komisch aus, aber ich denke, das sollte... Hä? Was habe ich da? Jetzt müssen wir natürlich hier... Ich will ja keinen Fusch am Bau, oder? Also wenn schon, denn schon. So. Ah, oh, Mist. Da zieht man extra rüber und dann... Und dann so was. So. Okay, schön. Und jetzt hier ein langes Fenster. Oder ist das zu groß? Hm.
Sonst wäre es halt nicht symmetrisch, wenn ich da ein kleines Fenster mache. Ah, das ist ja kompliziert. Ups. So und so wäre natürlich die andere Variante mit den Fenstern. Oh, Fuschambau. Das möchten wir ja nicht. Oh, das reicht ja mit den mit dem Holz. Ex. Hä? Wieso? Hallo? So. Es reicht ja exakt. Oh, nein, reicht es nicht. Ich brauche ja noch für die Decke. Hallo Bäumchen, na, wie geht es dir? So, mal schauen, welcher Baum denn heute dran glauben muss. Natürlich pflanzen wir da neue. Oh, das wollte ich jetzt nicht. Jedes Mal, wenn ich diese Sonnenblumen sehe, denke ich dran, ja, bei Terraria, was ja auch ein Lieblingsspiel von mir ist, da machen die positive Effekte. Ich glaube, ein bisschen schneller laufen und so. Also jetzt nicht so krass, aber ich war da immer froh, wenn ich Sonnenblumen gefunden habe. So. Sollten wir doch genug haben. Wir forsten einfach alle Bäume nochmal genauso auf, wie sie hier standen. Oder sollen wir noch? Ja, komm, einen noch mehr. Dass der Wald auch wächst. Gucken wir nochmal, ob da irgendwas Schönes gespawnt ist. Nee, im Grunde nicht. Ein Apfel, passt dix. Mehr brauchen wir eigentlich nicht. Jetzt ist die Frage, was machen wir hier mit? Bisschen. So ein Zweier-Eingang, das ist schon groß. Aber ja, muss halt. Oh nein, was mache ich denn? Ja, ich bin so, ist ja fast schon peinlich, was ich hier abliefere. Wir bauen einfach mal und schauen, wie das dann aussieht. Sieht jetzt bisher nur klotzig aus, aber wenigstens regensicher. Ich möchte ja nicht, dass meine armen Hühnchen wieder im Wasser sitzen. Machen wir das Ganze noch hübsch. Könnte man natürlich auch hier immer die Ecken freilassen, dann wäre da ein bisschen mehr, ihr wisst schon, ein bisschen mehr Coolness drin. So nach dem Motto. Ich glaube, das macht. Das lasse ich auch hier, oder? Oder sieht das doof aus? Ich glaube, das sieht doof aus. Also hier zumindest, weil das sind Treppen. So, dann gehen wir jetzt erstmal schlafen. Oh, die Nächte werden immer kürzer. So. Paar Slabs. Ich glaube, da brauche ich noch mehr. Zack. Und ich glaube, das war's, oder? Warum bin ich jetzt hier hingegangen? Sieht schon in Ordnung aus, oder? Bauen das jetzt erstmal so. Dann hier noch ein bisschen Teppich hin. Oder alles voll mit Teppich. Ach, die brauchen ja aber noch was zu trinken. Hier hinten dann so eine Art. Aber man kann keinen Napf machen, oder? Ja, das sieht doch ganz bequem aus. Also, bequemer als nichts. So, machen wir hier oben noch so ein bisschen, damit man auch ein bisschen Struktur drin hat. Wie sieht das denn aus? Na, ich weiß es nicht. Also die kleinen Fenster, die finde ich eigentlich schön, auch wenn die für mich ein bisschen tief sind, aber für die Hunde, dann können die Hunde rausgucken. Ja.
So muss das sein. Hä, wie geht das? Ah. So. Jetzt den Bilder. Ah, jetzt ist das schon wieder alles. Aber ein Dreier-Eingang für vier Hunde? Muss das auch noch einen Ticken tiefer machen, oder? Den kann man aber nicht in die Mitte hängen, oder? Nee. Schade. Wir lassen es jetzt einfach erstmal so. Oder? Ja, sieht doch. Sieht doch in Ordnung aus. Bin jetzt noch nicht ganz zufrieden. Aber jetzt gucken wir mal, ob wir die Hunde da reinkriegen. Kommt mit, meine lieben Hundis. Kommt mit in mein Häuschen. Ja, brava Bello. So, du gehst dann hier rein. Und du setzt dich da in die Ecke. Und du noch dort in die... Ja, das ist schon eng. Für vier Hunde. Gut, das ist ja eigentlich nur für Regenschutz, aber... ja, schon eng hier. Ach, meine vier Hündchen. Ha, schön. Also, sie haben Teppich und so weiter, aber... eins weiter. Eins weiter nach links. Und tiefer? Wie würde das denn aussehen? Also natürlich bräuchte ich dann weiteres Holz, aber... aber im Grunde wäre das, denke ich, schöner für die Hündchen. Ja, komm. Dann machen wir das. Hunde können ja da kurz sitzen bleiben. So. Nur die Frage, haben wir denn noch genug Holz, bevor der nächste Regen kommt? Ich glaube nämlich nicht. Ah, dann wird es jetzt aber schwierig mit den Fenstern, oder? Wir probieren es einfach mal. Dann könnte ich aber auch das Fenster ein bisschen... verändern. So, einmal den Boden hier. Ach, dieses Fusch am Bau, das... ja, ohne diesen Fusch... also mit diesem Fusch am Bau hätte ich so viel mehr Holz. So. Ja, so ein einzelnes Fenster geht halt schlecht. Also kann man schon machen, aber das sieht ja dann richtig doof aus. Ich glaube, das brauche ich alles nicht mehr, oder? Nee, brauche ich nicht mehr. Machen wir das jetzt. So, so. Und man könnte auch ein richtig großes Fenster machen. Aber nee, dann regnet es da noch im schlimmsten Fall rein. Das ist nicht so gut. Das möchten wir doch nicht. Soll hier ja nicht reinregnen. So, jetzt müssen wir nur noch die Decke umbauen. Ah, ne, und hier noch. Das mit dem... das sieht doch aber... sollen wir das so lassen? Dann machen wir aber hier einen normalen Dirtblock hin. Aber das ist ja, da auch nicht mehr so hübsch, oder? Ich glaube, ich mache das anders. Ich brauche noch einen weiteren Zaun, aber wo kriege ich den her? Hm, den muss ich wahrscheinlich mehr bauen. Ich habe ja kaum noch Sticks und... oh, wie war das? Ne, warte. Ein normaler Zaun geht so. Reichen da drei? Wir gucken einfach mal. So, wie lange es dauern kann, so eine Hundehütte zu bauen. Ja doch. Das gefällt mir. So, jetzt machen, wie machen wir das jetzt mit dem Teppich? Also hier hinten kommt auf jeden Fall, das habe ich mir jetzt überlegt, so ein kleines Wasserloch rein. Das, damit die auch was Nettes trinken können, die kleinen
Hündchen. So, falls sie Durst haben, dann müssen sie nicht immer da aus dem Gehege raus und da hinten irgendwie dann hier am großen Wasserstrom. Wobei, das muss ich ja dann auch regelmäßig wechseln, weil sonst wird das Wasser abgestanden. Das ist auch nicht gut. Aber ja, das kriege ich schon hin. Jetzt sieht das halt das Dach ganz schrecklich aus. So. Muss ich nur aufpassen, dass ich meine Hunde nicht schlage. Also um die Wasserstelle sollte kein Teppich sein. Weil sonst sauen die mir das ja alles nur ein. So, hier hinten. Kommt, Teppich, hin, geh du. Ach, der... Okay. Jo. So ein Hundeplätzchen. Das können wir auch ein bisschen größer machen. Oder? So. Also ganz vor wäre auch ein bisschen doof. Latsche ich da ja immer drauf. Ich glaube, das reicht erstmal so. So, jetzt könnt ihr euch mal da schön drauf hinfläzen. Bisschen entspannen nach diesem kalten, anstrengenden Regen. So. Nein, du sitzt hier nicht in der Ecke ganz alleine. Komm. Ja, komm. Nein! Warum gehst du denn? Warum gehst du raus? Junge! Scheinbar muss er sein Geschäft erledigen. Ja, er schnüffelt schon ganz stark. Komm, komm, ja, ja, put, put, put. Ach ja, er geht auch so. Jetzt gehst du hier wieder rein. Warum willst du immer in diese Ecke da rein? Verstehe ich nicht. Geh doch zu deinen Freunden. Oder sind die böse zu dir? So, jetzt könnt ihr zusammen kuscheln. So. Okay. Nee, das sieht doof aus. Hier ist so eine kleine Ecke, wo sie kuscheln können. So, jetzt müssen wir noch die Decke anders bauen. Ich hoffe, da habe ich noch genug Slabs. So. Ist doch eigentlich nur hier? Ah nee, das ist doch auch hier länger. Oder? In die Richtung muss es auch länger sein. Ui. Das muss ja außen sein. Oh, dann sieht es aber doof aus. Ah, nee. Oder? Ja, doch, so geht's. So. Jetzt hoffen wir, dass wir nicht... Wahrscheinlich liegt es jetzt an einem Slab oder so. So, jetzt können wir da wieder hoch und dann sind wir auch schon fertig. Wie lange das dauern kann, so eine nette Hundehütte zu bauen. Ah, jetzt haben wir natürlich, ja, zu wenige Slabs. War doch abzusehen. Aber wir haben es gleich, wir haben es gleich. Ja, ja. So. Und dann ist auch schon wieder Nacht. Dann haben wir drei Tage jetzt gebaut. Eieiei. War gerade etwas orientierungslos. So, jetzt sind wir aber... Für meine Hunde ist mir nichts zu teuer. So, sieh doch. Also das Dach sieht jetzt schön aus. Und hier, die Hundehütte sieht auch richtig gemütlich aus. Hier mit Wasser. Naja, fressen haben sie halt nicht. Warte mal, hier mache ich dann immer das Fressen rein. Falls ich Fressen habe, kommt dann hier das Fressen rein. Trinken, essen. Warte mal. Ich habe Wasser, oder? Ah ja, dann können sie nicht ertrinken. Ach doch, das wusste ich gar nicht, dass das geht, aber wie cool. Ja, trinken, essen und meine süßen Hündchen. Okay, und jetzt schnell ab ins Bett. Sonst kommen ja noch böse Viecher. Wobei, bei mir sollten ja eigentlich keine Viecher mehr spawnen, weil ist ja alles beleuchtet. Also zumindest in meinem Bereich hier. Guten Morgen. Diese Nacht war nicht so gut. Irgendwie war ich viel wach.
Hab ganz unruhig geschlafen. Vorbereiten. Wir wollten ja eigentlich auf große Tour. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und dann wurden wir aufgehalten von diesen süßen kleinen Hühnchen. Ah, das sieht in Ordnung aus. Ja. Ja. Das passt so. Passt sich auch an unser Haus an. Nur die bräuchten noch irgendwie eine Stange oder so. Die sitzen nur auf dem Boden rum. Aber ich wüsste nicht, was man da bauen kann. Da habe ich gerade aktuell überhaupt keine Idee. Ich bräuchte in diese Richtung auch nochmal so eine Ausguck. Weil hier kann ich ja nur so rausgucken und... Ja, schön, ah ja. Mhm. Aber in die andere Richtung kann ich nur durchs Fenster rausgucken. Da schwimmt eine Kuh. Ja, gut. Dann würde ich aber sagen, das war's dann mit dieser Folge. Hundehütte bauen dauert halt dann doch etwas mehr Zeit als geplant. Und mal schauen, was wir nächste Folge machen. Haut rein, habt noch einen schönen Abend. Bis denne. Cheerio!